Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. In dem heutigen Video wollen wir uns mal mit der Frage beschäftigen, lohnt es sich noch mit WoW Classic anzufangen? Ja, im Hintergrund, ihr seht hier gerade, ich habe mich hier in Stormwind einfach mal hingechillt. Ich wollte eigentlich ein paar PvP-Clips laufen lassen für euch. Hab mir dann aber gedacht, wie kann man eigentlich besser veranschaulichen, warum es sich momentan noch lohnt, mit WoW Classic anzufangen, als mit so einer Szene. Mal ganz ehrlich, wir haben jetzt gerade irgendwie 22 Uhr an einem Freitagabend und ich habe mich einfach hingehockt gerade. Ja, dann kam jemand an, irgendwie, ey, die Pfeiler, was geht ab? Und ich so, ja, moin, hi. Und dann hat der eine hier ein Lagerfeuer gemacht und jetzt unterhalten sich hier gerade irgendwie 7, 8 Leute über irgendwelche Themen und die Nachtelfin tanzt hier noch vor. Ja, also, das ist eigentlich der Grund. Denn ich weiß, viele von euch, die drüber nachdenken, lohnt es sich noch, mit WoW Classic anzufangen? Ne, die denken an Epics, die man nicht hat, aber die anderen schon. Die denken an, ey, ich bin noch viel zu spät. Kann ich jetzt überhaupt noch mitmachen? Leveln überhaupt noch Leute mit mir? Findet man noch Gruppen? Und. Und ich kann euch sagen, Leute, am Ende des Tages wirklich, ja, alle diese Dinge werdet ihr erreichen am Ende. Ihr werdet euer Gear bekommen, ihr werdet noch Gruppen finden, es geht noch World PvP, man kann noch leveln. Und es gibt noch sehr, sehr viel zu erkunden. Und am Ende des Tages, das Allerwichtigste in WoW, ohne Scheiß, ist einfach die Community und das Server-Feeling. Ja? Die sozialen Aspekte vom Spiel, die gehen nie weg. Die werden nie weggehen. Desto länger ihr auf einem Server spielen werdet, desto mehr Leute werdet ihr kennenlernen, desto mehr ja, Geschichten werden sich entwickeln und desto mehr coole Momente werdet ihr erleben. Und egal, ob ihr vor einem halben Jahr mit dem Release hochgelevelt habt, ob ihr jetzt hochlevelt oder ob ihr erst in einem Jahr hochleveln werdet, WoW Classic, das, was WoW Classic wirklich ausmacht, nämlich ja, diese coolen, gemeinsamen Erlebnisse mit anderen Spielern, die werdet ihr immer haben, vollkommen egal, wann ihr mit dem Spiel anfangt. Und ja, deswegen macht es mir ironischerweise das gerade sehr, sehr leicht, euch das quasi hier zu erklären. Es geht einfach in WoW Classic darum, eine Auszeit zu haben vom Leben und irgendwie auch mal ich weiß nicht, so eine Welt zu erkunden und einfach, man ist ein Char in der Welt irgendwie und es ist einfach ein MMO, ja, ein Roleplaying-Game und das ist auch, finde ich, zu großen Teilen halt das, was es von Retail-WoW unterscheidet einfach, dass wir halt wirklich so in diese Rolle unseres Chars reinschlüpfen eigentlich und ja, dieser Char irgendwie auch ein Stück weit sind. Ne? Ich bin jetzt hier der kleine niedliche, fiese Gnomenschorke mehr oder weniger. Und jeder kann einfach in WoW Classic auch das machen, was er machen möchte. Und wir befinden uns gerade kurz vorm Zul'Gurub Release mehr oder weniger. In 2 bis 3 Wochen wird Zul'Gurub kommen. Das ist ein 20-Mann-Raid, der so ein bisschen auch von Blizzard damals als Catch-Up-Raid mehr oder weniger eingeführt wurde. Das heißt, der wurde für Leute entworfen, die ein bisschen später mit dem Spiel angefangen haben und einfach denen eine Möglichkeit geben wollte, vom Gear-Niveau so ein bisschen aufzuholen, dadurch einfach. Und das ist ja auf jeden Fall auch ein Punkt, das kann ich schon verstehen. Man möchte natürlich auch das Spiel hier spielen, um mithalten zu können. Och, Digga, es rennt doch nicht immer mit deinem Hintern hier in die Kamera rein, mein Gott. Und deswegen ist gerade tatsächlich sogar für die Leute, die so ein bisschen Sorgen machen und ein bisschen Gedanken machen, ey, wie sieht das Gear technisch aus und so weiter, komme ich dann überhaupt noch in die Gilden rein und wie gesagt, Zul'Gurub ist eine sehr schöne Ini, wo ihr einfach reingehen könnt, wo ihr euch mit 20 Leuten equippen könnt quasi und die Sachen sind nicht, kann man sagen, SC stärker als im BWL, also im BWL droppt nach wie vor der stärkere Loot letztendlich, aber es gibt für die ein oder andere Klasse und für die ein oder andere Talentspezialisierung in Zul'Gurub durchaus interessante Items und mit ein bisschen Effort, sag ich mal, kann man sich da ein oder andere gute Item auf jeden Fall noch holen. Genau, dann kommen auch die World Dragons noch zum Beispiel, auch weitere coole Inhalte, die kommen werden. Da kann auch jeder mitzeugen, jeder mitrennen, wenn in der großen Welt quasi einfach dann die Weltdrachen kommen werden, die man killen kann. Und ganz ehrlich, ist es wirklich so, ich habe auf so vielen Privatservern schon gespielt mittlerweile. Und ganz ehrlich, Leute, ich kann es euch immer wieder nur sagen, das sage ich auch auf Twitch immer wieder zu den Leuten, die fragen, ob es sich noch lohnt, anzufangen. Ich habe auf so vielen Privatservern etliche Male das mitbekommen, haben Leute ein Jahr später angefangen
Und die kommen dann in die Gilde rein und die Gilden suchen Leute. Ja, die Gilden brauchen Leute und die Gilden können nicht nur top-equipte Leute nehmen. Ja, die müssen auch neue Spieler mitnehmen letztendlich. Und dadurch, dass alle anderen den Loot schon haben, wird es zum Teil möglich, ihr geht Molten Core und bekommt Item um Item um Item und equippt euren Char und holt euren Char wirklich in ein paar Wochen auf, was sich andere halt über mehrere Monate aufbauen mussten einfach, weil sie mit vielen anderen eben um diese Gear gekämpft haben, während ihr dann einfach die Situation haben werdet, dass viele das Gear eben schon haben und ihr es dementsprechend einfach bekommt. Deswegen macht euch wirklich keinen Kopf wegen dieser ganzen Gear-Thematik. Darum geht es eigentlich auch primär nicht in WoW. Classic. Und deswegen, also macht euch wirklich nicht den Kopf, auch was Leveln angeht, was Gruppenfinden angeht. Man wird vielleicht nicht immer instant überall reinkommen. Man wird nicht instant immer, ihr Roleplayer, ja moin, und Omega, man wird nicht direkt immer vielleicht einen Buddy finden für die eine oder andere Elite-Quest. Aber glaub mir, wenn man ein bisschen dranbleibt, wenn man sich connectet, wenn man in eine coole Gilde reingeht, dann wird man auch seine Ziele erreichen. Und es wird immer Leute geben, die leveln. Auch die Leute, die quasi jetzt einen Twink hochleveln und so weiter. Also solange ihr nicht auf einen völlig toten Server geht, habt ihr da wirklich gar keine Probleme. Und ihr müsst überlegen, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte eigentlich angekommen vom Content, was noch kommen wird in Vanilla. Es wird noch Akku kommen, es wird noch Max Ramas kommen, allein das Akku-Opening-Event. Es wird noch so viele geile Sachen geben in WoW Classic. Ich glaube, die Frage ist eigentlich nicht, lohnt es sich noch anzufangen? Die Frage, die man sich eigentlich stellen sollte in WoW Classic ist, ist es das richtige Spiel für euch? Denn wenn ihr euch darauf freut, hochzuleveln, auf diese Reise sich zu begeben, ja, zu grinden, Gold zu farmen, einfach in der Welt auch mal rumzurennen, Dinge zu entdecken, mit anderen PvP zu machen, Hauptstädte zu raiden und. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann ist es nie zu spät, um mit WoW Classic anzufangen. Und ja, das möchte ich euch einfach mit dem heutigen Video, das müssen wir hier uns ein bisschen leicht verschieben, das wollte ich einfach quasi mit dem heutigen Video mitgeben, ja, weil ich diese Frage immer wieder bekommen habe auf Twitch und sich das immer wieder viele Leute die Frage stellen. Also es ist auf jeden Fall nicht zu spät anzufangen und vielleicht kommt auch noch Burning Crusade und so weiter. Also WoW ist auf jeden Fall immer noch ein sehr, sehr interessantes Spiel, wenn man der richtige Typ dafür ist. Ja, das war eigentlich mein Video zu der Thematik heute. Ich hoffe, ich konnte einigen von euch damit ein bisschen die Angst nehmen, dass es zu spät wäre, mit WoW Classic anzufangen. Und sagt mir gerne auch nochmal eure Meinung. Vielleicht seht ihr das irgendwie auch ein bisschen anders oder habt da andere Erfahrungen gemacht auf eurem Server. Aber hier auf Patchwork kann ich eigentlich wirklich nur Gutes berichten. Und ich bin immer noch mega zufrieden mit dem Server und freue mich auf alles, was in der Zukunft noch kommen wird. In dem Sinne, Leute, fröhliches Leveln und viel Spaß in WoW Classic. Bis zum nächsten Video, euer Defiler. Ciao, ciao.